Gemeinsam sind wir vor Gottes Altar eingeladen zu beten und eingeladen, Gott zu sagen, was uns beschäftigt, worüber wir nachdenken. Guter Gott, das Licht deiner hellen Sonne hat uns heute das Herz erhellt. Als Symbol dafür sehen wir hier gelbes Licht an deinem Altar. Und dein Heiliger Geist lodert in uns wie eine Flamme der Leidenschaft. Er flackert. In unserem Leben sehen wir sein Licht. Dafür danken wir dir. Das Licht deiner Auferstehung ist das Licht deines Heiligen Geistes, der für uns da ist. An diesem Licht haben wir drei Kerzen auf deinem Altar angezündet. Die erste Kerze brennt für alle, die einen Menschen, der ihnen nahe ist, schmerzlich vermissen zurzeit. Du weißt, wie weh Vermissen tun kann und wie tief sich darüber manchmal der Schmerz in die Seele bohrt. Wir bitten dich um deine Kraft für alle, denen das so geht. Um dein Erbarmen bitten wir dich. Wir rufen zu dir mit dem griechischen Gebetsruf Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Die zweite Kerze brennt für alle, die Beziehungen erleben, bei denen ihr Gegenüber die Beziehung anders sieht als sie selbst. Da sind die, die sich nach mehr Kontakt sehnen, die gerne dem Gegenüber etwas sagen möchten, aber das Gegenüber will es nicht hören, will den Kontakt nicht, vielleicht weil er zu schmerzhaft ist. Manchmal trennen uns Erfahrungen miteinander, manchmal trennen uns Erlebnisse, die sich tief eingebrannt haben, die nicht gut getan haben. Wir bitten dich um dein Erbarmen und um deine Kraft. Gemeinsam singen wir Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Die dritte Kerze, Gott, brennt für alle, die jetzt so sehr öffentlicher Kritik ausgesetzt sind. Es schmerzt so sehr, die Zeitung aufzuschlagen und zu finden, dass wieder jemand die Entscheidung kritisiert, die da ein Mensch mit gutem Gewissen getroffen hat. Es schmerzt die, die die Entscheidungen treffen. Sie brauchen deine Kraft, Gott. Gib sie ihnen, darum bitten wir dich. Wir bitten dich um dein Erbarmen und singen Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In der Stille bringen wir vor dich, was uns noch auf der Seele liegt. Für alles, was in der Stille vor dich gebracht worden ist, bitten wir dich gemeinsam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jesus Christus, du hast uns gesagt, wie wir beten können. Und wir beten mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.